Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich zwei verschiedene Adapterkabel mal vorstellen wollen würde. Und ich habe gesagt, na klar, warum nicht? Adapterkabel kann man nie genug haben. Ich erkläre euch auch gleich, wo da der Unterschied ist. Die sind beide von Ducabel. Name, ich weiß. Könnte man drüber schmunzeln. So, ich mache die erstmal raus, damit ich euch die zeigen kann. Ja. So, und zwar sind es die beiden hier. Ich zoome euch mal noch ein Stück näher ran. So. Die sehen jetzt sehr unscheinbar aus. Die haben halt. Oh, das ist ja Metall, oder? Ja, die haben Metallstecker. Das ist sehr gut. Gesleeften Kabel. Ich zeige euch das gleich vom Nahen. Oder versuche es euch so gut wie möglich von Nahen zu zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Stecker, damit ihr da wisst, worum es geht. So. Sieht man? Na, die Geschwindigkeit. So, da seht ihr das. Der eine hat hier zwei schwarze Striche, der hat drei schwarze Striche. Das ist ein vierpoliger und das ist ein dreipoliger. Ja. So. Hier oben steht auch bei den einzelnen Kabeln TR. S, warte mal, oh Gott, ist die Klinik geschrieben. TRRS und TRS. Das ist einmal für. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Also verarbeitet sind sie erste Sahne, muss ich mal so sagen. So, da seht ihr das. Und zwar. So, wir nehmen uns einfach mal den dreipoligen. Da steht dann TRRS. Warum? Weil der ist jetzt kein Verlängerungskabel. So ein Stück Verlängerungskabel? Nee, das ist einfach von vierpolig auf dreipolig. Also die Mikrofone, die praktisch drei Pole oder vier Pole haben, also die Klinke mit vier Polen, praktisch der hier. Mit den drei schwarzen Strichen. Ja, der kommt hier rein. Praktisch, wenn das ein Kopfhörer wäre, ein Mikrofon wäre. Und dann könnt ihr hiermit mit den zwei Polen an euer Handy ran. An Smartphone. Ja? Und könntet dann das Mikrofon am Smartphone benutzen. Oder wenn ihr ein älteres Mikrofon habt, so wie ich hier zum Beispiel, das halt nur einen dreipoligen hat, so wie der hier. Bei dem anderen Kabel kommt oben nämlich ein dreipoliger rein, deswegen steht da nämlich TRS. Und hier haben wir dann einen vierpoligen. Ach Gott. Na komm, pegel dich ein. Ja, ein vierpoligen, ein vierpoliges Endstück für PC, Mac, ja. Oder die neueren Smartphones, wo ein vierpoliger dran ist. Also mit dem Ding seid ihr denn für alle gewappnet. Ihr könnt praktisch 4 auf 2, 3 auf 4 machen. Da ist für jeden was mit bei. Ich werde das mal hochrichten. Ich brauche nämlich den hier. Den dreipoligen brauche ich. Und von 4 auf 3 Pole. Weil die Kamera, die Sony-Kamera, die kann nur mit dem dreipoligen und mein Mikrofon ist aber ein vierpoliges. Deswegen muss da hin und her gesteckt werden. Moment, ich versuche euch das mal zu zeigen. So, jetzt kann es sein, dass der Ton scheiße ist und ihr mich gar nicht hört. Ich hoffe wenigstens etwas. Das ist der Stecker von meinem Mikrofon, von meinem Lavalier. Da ist praktisch hier so ein Adapterstück schon mit bei gewesen.
Das habe ich vom lieben Soulflyer bekommen. Grüße gehen raus. Und da seht ihr praktisch hier auch einen vierpoligen. Na, komm, pegel dich ein. Einen vierpoligen Mikrofon. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen. Vierpolig. Aber das kann meine Kamera nicht. Die kann er halt nur. Na komm, diesen zweipoligen. So, jetzt solltet ihr mich wieder richtig gut verstehen. Ich wollte es euch halt nur kurz demonstrieren. Also wie gesagt, mein Mikrofon hat halt den vierpoligen, mein Sony Alpha 6400 kann aber nur mit dem dreipoligen umgehen. Und wenn man jetzt manche Headsets oder Headsets, Mikrofone hat, wo kein Adapter mit bei ist, gibt es ja auch. Dafür braucht ihr sowas. Ja, oder wenn ihr ein älteres Mikrofon habt, was halt zweipolig ist und ihr braucht es für ein Mac oder so auf vierpolig, dann braucht ihr halt so ein Kabel. Aber für mich ist das jetzt halt so die Lösung. Vierpolig hier rein, dreipolig, fertig. Und da sind wir dann für alle gewappnet. Ich werde die mal wieder wegpacken. Die Verarbeitung ist echt gut. Auch die Übergänge. Unten ist ein Gummi, was großzügig, sehr großzügig gemacht wurde. Ich zeige euch das mal. Hier unten, das ist ja, das ist ein Stück Gummi. Ja, das ist sehr großzügig gemacht. Das kennt man normalerweise, wenn man nur so ein Stück ist, halt Hauptsache hält. Hier ist es wirklich sehr großzügig gemacht. Und es ist bei beiden Kabeln so, also auch bei dem anderen. Und hier oben und unten genau das gleiche. Dann haben wir hier schön einen gesleeften Kabel. Ich hoffe, ihr könnt es. Ach, ich muss mein Gesicht verdecken, sonst will die immer mein Gesicht anpegeln. Ach. Ja, so ein bisschen könnt ihr das jetzt sehen. Das ist ein gesleefter Kabel. Auch der hat eine gute Qualität. Also kann man nicht meckern. Die kosten auch gar nicht mal so viel. Ich habe mal bei Amazon geguckt, die kosten jetzt momentan so um die 8 Euro oder so. Und Qualität ist wirklich sehr gut, kann ich echt nicht meckern. So, die Links für beide packe ich euch in die Videobeschreibung für den Dreipolien auf 4 und vom Vierpolig auf Dreipolig. Da müsst ihr halt gucken, was für euch das Richtige ist, was ihr braucht, damit bei euch alles funktionuckelt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.